Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay aus dem schönen Bremen. Ich bin Jan von Kingart. Von Black Forest Games, Adrian. Björn von Piranha Bytes. Und wir haben wieder eine Frage aus den Comments gezogen und dieses Mal geht es um Spielwelten. Und die Idee, sind Spielwelten mehr als nur fürs Gameplay da? Also können Spielwelten auch einfach hübsch sein? Können Spielwelten einfach ein Ort sein, an dem man sich gerne aufhält? Oder geht man halt einfach immer sehr Gameplay-getrieben ran? Björn, ich glaube, da bist du ja auf jeden Fall einer der Ansprechpartner überhaupt. Open Worlds, Spielwelten, wie geht ihr da ran? Geht ihr Gameplay-getrieben ran? Geht ihr Story-getrieben ran? Oder sagt ihr auch einfach, hey, wir wollen einfach nur, dass irgendwas hübsch ist? Bunter Blumenstrauß. Eine Open World RPG ist reiner Masochismus, sage ich immer. Hat irgendwann schlauer manchmal gesagt. Das war nicht ich, aber ich habe das geklaut, ja. Weil es muss irgendwie alles können. Es muss spannend sein, es muss hübsch sein, es muss alle möglichen Arten von Gameplay haben, ja, die man sich vorstellen kann. Jump and Run, Shooter, dialoglastig, Story muss drin sein, Knobel muss drin, alles muss drin sein, am besten. Und gilt auch für die Welt. Und das, was bei einer Spielewelt am wichtigsten ist, ist das Pacing. Das heißt, in welcher Reihenfolge ich welche spannenden Dinge bekomme. Wenn ich jetzt in eine Stadt reingehe, ja, und alle 5 Minuten von jemandem angequatscht werde und dann eine halbe Stunde Dialog ständig führen muss, ja, obwohl die Welt mehr kann als nur Dialoge, dann kriegt der Spieler aber einen falschen Eindruck von der Welt. Und wenn er dann alle leer gequatscht hat und dann in die Welt geht, dann hat er nur noch Monster, die er plätten kann. Ist auch blöd. Ja? So, das heißt also, man muss immer versuchen, die Welt so aufzubauen, dass einmal irgendwie finde ich ein cooles Item, danach gehe ich Pilze finden, danach kommt ein Typ, der mich vollquatscht, da kommt wieder ein Monster, was vor einer Höhle steht. In der Höhle muss ich irgendwie ein Rätsel lösen, dann habe ich wieder irgendwie einen Zettel, den ich lesen kann, dann gucke ich mir eine Cutscene an und so weiter. Und so muss die Welt aufgebaut sein, dass sie ein bunter Blumenstrauß für mich darstellt. Dass ich immer wieder spannende Sachen entdecke und halt irgendwo in gewissen regelmäßigen Abständen alle halbe Stunde, sage ich jetzt mal, irgendwie alles mal vom Spiel einmal gemacht habe. Von allen Elementen, die sie hat, von allen Gameplay-Elementen, alle Story-Elemente mal kurz angerissen und die Welt muss das bieten. Auch wenn einer querfeld eingeht, besonders wenn er querfeld eingeht. Ja, die Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind aber alles Gameplay-Mechaniken, die sozusagen das, was das Spiel bietet, die man dann durchgeht. Denkt ihr auch einfach mal nur über rein ästhetische Dinge nach? Also dass ihr zum Beispiel sagt, okay, das hier ist kein Gameplay-Feature, was hier jemand finden kann, aber einfach dieser Ort sieht, keine Ahnung, ist spannend, ist unheimlich oder ist hübsch oder keine Ahnung. Ja. Also sowas wie so Aussichtspunkte ist ja, ja so ein Klassiker. Ja, also der Punkt, der oft genannt wird in den Elex 1, war der Staudamm. Mhm. Der Staudamm, den hat jemand gebaut, weil da war so viel Platz und so viel Wasser und da macht man dann einen Staudamm hin. Und dann sind wir von der Story her hingegangen und haben da noch eine Geschichte dran gemacht. Auf der einen Seite sind die Kleriker, auf der anderen Seite sind die Banditen. Wenn du hier hingehst, dann sagen die, verpiss dich oder so, machen nichts, da kannst du da klauen, dann kriegst du aufs Maul, ja. Kannst auch wieder weggehen, dann gehst du auf die andere Seite, da sagen die Kleriker, hör mal, da sind die Banditen, die wollen wir mal aufmischen, gehen wir mal rüber. Und dann gehen die kollektiv von der einen über den Staudamm zum anderen, während dann der Flieger über dich herfliegt und so, und dann hast du eine Situation. Das heißt, die ist dadurch entstanden, weil jemand da einen Staudamm hingebaut hat, aus ästhetischen Gründen. Mhm. Ja? Oder aus Gründen, ich wollte immer mal einen Staudamm bauen, hatte ich mal Bock drauf. So, ja? Und ein Unique Vista Point ist wichtig, dass man solche Sachen zur Orientierung auch einbaut und so weiter. Ne? Diese typischen, wie heißen die, Leuchttürme, so, wo man sich dran orientiert, oder die große Stadt in der Mitte bei Oblivion oder sowas, dass man dann mal weiß, ah, wo bin ich hier? Okay, ich bin im Süden oder so. Ne? Und das heißt, das ist auch immer eine Mischung da. Die Weenies heißen die, glaube ich. Weenies? Weenies hat, also vieles von denen kommt von Disney. Als sie die Disney-Parks gebaut haben, die ersten Parks, haben die sich halt überlegt, dass sie in der Mitte das Schloss haben, sodass man von überall das Schloss sehen kann. Und dann gibt es in den einzelnen Ländern gibt's auch jeweils wieder einen einzelnen zentralen Punkt. Und von diesem Punkt kannst du in das nächste, in die zwei anliegenden, angrenzenden Länder gucken. Und kannst in die Mitte gucken zu den Dings. Und so haben die halt aufgebaut sozusagen immer diese Weenies, haben die das genannt. Also dass du weil halt man immer, ein Würstchen kriegt oder was? Nee, einfach zwei Punkte, die halt irgendwie hoch, hoch sind und die man gut sehen kann von weit entfernt. Adrian, hast du irgendwie bestimmte Spielwelten, wo du drüber nachdenkst, wo du sagst,
da hat die Welt unabhängig sozusagen vom Gameplay dir was gegeben, wo du gesagt hast, das hat mich beeindruckt, da habe ich mich gerne drin aufgehalten oder das war halt irgendwie, ja, die Welt an sich sozusagen war cool? Ja, wir haben ja selber mit Fade to Silence zum Beispiel, also Destroy Moons ja auch Open World und Fade to Silence war ja auch ein Open World Spiel. Mhm. Ja, und das war einfach schon, fand ich, dass diese Eiswelt, das ist eine sehr geile Atmosphäre gewesen. Ja. Und ich glaube, das hat auch richtig, das kam auch extrem gut an, aber das hilft dir alles nichts, wenn deine Welt leer ist, wenn nichts passiert. Mhm. Da hast du eher den Gegenteil, du hast eine geile Welt, aber passiert nichts und kriegst sofort das Feedback, ja, ist ja leer, ja, ist ja öde. Ja. Deswegen denke ich, ist das natürlich wichtig. Aber ohne das, was dahinter liegt, ist es schwierig. Mhm. Ich bin jetzt auch kein Rollenspiel-Fan, aber Fallout 3, das war so mein Ding. Mhm. Da hast du ohne Ende gespielt, weil du einfach rumlaufen konntest und da war aber immer irgendwas. Ja. Mhm. Du hast immer diesen Anreiz gehabt und das Gefühl gehabt von Freiheit, ja, aber ist auch was passiert. Ja. Fallout 4 hat mich gestresst, weil du eine Basis bauen solltest. Ja. Und das ist einfach rumlaufen und da ist immer irgendwas, was dich treibt. Ja. Und wenn du es halt nicht hast, dann das ist eine Budgetfrage, ist aber eine Konzeptfrage. Wenn du deine Welt zu groß konzeptierst, egal wie geil sie aussieht, wenn da nichts passiert, wenn die Leute sagen, oh, langweilig. Hm. Aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, Fallout 3. Ich erinnere mich bis heute dran, das ist für mich eine der Spielszenen überhaupt. Das erste Mal, wenn du aus der Vault rauskommst, mhm. Das Radio fängt an und du gehst zum ersten Mal ins Wasteland. Das ist halt so ein Eindruck, wo du denkst, wow, okay, krass, das ist was anderes, das ist was Besonderes. Und ich glaube, da gibt es immer mal so Beispiele. Ich fand zum Beispiel auch Horizon Zero Dawn die Welt einfach sehr cool gemacht. Und da gab es halt einfach Bereiche, wo ich halt einfach gesagt habe, okay, ich kletter jetzt da rauf, einfach nur, weil ich gucken will, wie es von da oben aussieht. Und es gab keinen Grund, dahin zu klettern, außer dass man gesagt hat, okay, ich will gucken, wie es wirkt. Und manchmal haben sie dann da sogar noch irgendwas hingepackt, haben sie gesagt, hier, wie belohne ich dafür, dass du halt hier den schönen Aussichtspunkt dir gesucht hast. Aber ich finde schon, dass es das ab und zu gibt, dass man so das Gefühl hat, okay, man ist in der Welt nicht, also ich glaube auch, dass das Spiel am Ende natürlich das Entscheidende ist und wenn das Spiel nicht da wäre, wärst du auch nicht da. Aber dass man ab und zu halt mal sagt, okay, ich nehme hier mal eben 2 Minuten und genieße einfach nur sozusagen die Atmosphäre. Ne? Ist ja auch so ein Klassiker, dass viele Leute gerne in bestimmten MMOs zum Beispiel angeln oder halt allgemein in Rollenspielen. Dass sie halt einfach sich irgendwo hinstellen oder Red Dead Redemption 2, da könnte man auch argumentieren, dass man nicht so schrecklich viel anderes tun konnte in der Welt, aber da haben halt Leute auch sich gerne hingesetzt und einfach geangelt, weil sie das Gefühl hatten, hier, ich bin jetzt hier im Wilden Westen und ich genieße die Atmosphäre und will jetzt hier einfach mal mein Feierabendbier am Fluss mit der Forelle irgendwie genießen. Und ich glaube, das ist dann auch legitim. Aber ja, ich weiß nicht, ob man da noch mehr machen könnte. Also ist das halt was sozusagen man noch mehr fokussieren könnte, dass man halt eben sagt, okay, man nimmt ein Spiel mehr wie eine Urlaubsreise und man kann halt was erleben. Absolut, du hast gerade gesagt, das kommt ja nur vom Gameplay her, was du aufgezählt hast, Björn. Ja, das stimmt. Weil es das Erste ist, das Wichtigste. Aber wir bauen auch Vista Points, wo wir einfach nur einen klapprigen Campingstuhl hinstellen, wo man sich draufsetzen kann. Mhm. Und ansonsten kann man nichts tun, außer da sitzen. Und das machen wir an Stellen, die wir tatsächlich dafür uns auch aussuchen. Vista Points oder halt irgendwie, ich guck auf den See oder gucken wir den Sonnenuntergang an oder sowas. Das machen wir tatsächlich auch und davon lebt auch unsere Welt. Wir versuchen so realistisch wie möglich den Spieler, sag ich mal, in die Welt reinzuziehen. Das ist immer schwierig in so einer Computerspielewelt, weil wenn du eine Kuh schlachtest und da ist eine Flasche Milch drin, dann ist das für dich völlig normal als Spieler. Da hast du den gewissen Abstraktionsgrad. Oder wenn ein Skelett auf dich zukommt, denkst du dir nicht, der hat nicht mal Muskeln, wieso bewegt er sich? Wollen die mich verarschen? Sondern dann kriegst du Angst, oh, da kommt ein Monster. Das ist so einen gewissen Abstraktionsgrad, den ein Spieler hat. Und dann sagt er, der fragt sich viele Dinge nicht so. Ne? Und aber an der Stelle ist es so, ist das cool hier, ich habe einen Stuhl hier, kann mich hier hinsetzen, dann steht da vielleicht noch ein Radio oder dudelt irgendeine Musik oder so und dann erzeugst du so eine Atmosphäre, nennt man das so, ne? Oder nennen Menschen das meistens so und davon lebt unsere Welt ungemein. Das ist ein wesentlicher Faktor, würde ich sogar sagen, gerade bei unseren Spielen, dass wir halt
versuchen, den Spieler in die Welt reinzuziehen, eine Immersion zu erzeugen, sagen wir, ne? Du kannst natürlich nicht auf die Straße gehen und jemanden sagen, hey, mal, willst du ein Spiel mit Immersion kaufen? So, ja, das ist natürlich schwer zu vermitteln. Ja. Ja, das ist halt schön, wie du sagst. Du bist ja auf ästhetisch eingegangen gerade. Das muss man sich erarbeiten tatsächlich. Ja. Man muss sich das angucken, man muss sich die Lichtstimmung angucken, man guckt, wo die Sonne steht, ob ein Baum nicht irgendwie dann irgendwie das Licht klaut und so weiter. Und dann musst du die entsprechend auch anpassen, dass dieser, wenn du, stell dir vor, hier würde jemand Camping machen. Stell dir vor, da ist ein Campingstuhl, der würde sich hier hinsetzen. Was würde der sehen? Das ist etwas, was wir immer wieder machen im Spiel. Und dann auch nicht von oben mit der Kamera. Man ist immer sehr gewillt als Developer, sich alles immer von oben anzugucken. Ja, passt ja alles, alles toll und so. Aber dann geh doch mal in die Spielfigur rein. Geh doch mal bitte selber im Spiel dahin und guck dir die Szene an. Ja. Ne? Und dann, ja, ist ja dunkel hier, ne? Ah, ne? Und dann mach doch mal ein bisschen mehr Licht, mach doch ein bisschen weniger Bäume. Und das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist und die wir am Ende auf jeden Fall als letzten Schliff noch mit machen müssen. Ja, aber ich sag's jetzt letzter Schliff, deswegen ist ja die Frage, wie groß ist denn, ist denn dieser Anteil? Und gerade jetzt in einem Open-World-Spiel hast du ja die Herausforderung, dass du sehr wenig gescriptet hast, weil du ja eben diese Freiheit gibst, ja? Mhm. Und dann ist es ja viel schwieriger, diese Momente zu generieren. Ja. Man geht am Anfang mit der Gießkanne hin und macht das Pacing, blub, 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 schön bunt, ja, und dann guckt man, wie ist der Weg, und dann verschiebt man die Sachen so, dass es möglichst irgendwie auch so unterschiedlich ist und so weiter, und dann guckt man sich an, gut, da ist ein Felsen, der ist aber langweilig. Das sieht irgendwie gleich aus. Wenn ich jetzt hier lang laufe, das ist irgendwie gleich. Kannst du nicht bitte so einen König der Löwenfelsen machen da, so dass da oben irgendwo so ein Monster ist und so weiter, damit du zumindest irgendwie so, ja, das musst du machen. Und zwar permanent. Und zwar während du das Spiel machst. Schon von Anfang bis zum Ende. In der Konzeptphase musst du damit anfangen, solche Dinger zu machen. Stell dir vor, da ist irgendwie ein abgestürztes irgendwas so, ne? Mhm. Wie würde das aussehen? Bei euch jetzt UFO oder so, ja, und da drumherum machst du dann die Location. Wenn du dir zu viele Hochhäuser um diese abgestürzten Dings machst, vielleicht, dann wirkt das nicht mehr. Also müssen die wieder weg. Aber wenn die weg sind, dann ist zu wenig Gameplay. Da muss man, also man ist ständig hin und her und am Zerren. Also das ist. Das ist ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, man muss es auch wirklich ausprobieren. Wie du schon sagst, also man muss selber in der Welt rumlaufen, weil man kann Pläne machen, wie man will. Am Ende fühlt sich das immer anders an, als man denkt. Und manchmal merkt man, oh, wir müssen doppelt so viel Kram hier reinpacken, damit sich das halbwegs gefüllt anfühlt. Ja. Oder nur halb so viel. Also das ist ganz schwer zu herauszufriemeln. Der andere Punkt, wir haben eben gesagt, okay, visuell, das ist das eine Spielwelt, die sich dadurch interessant anfühlt, auch ohne Gameplay. Das andere ist aber natürlich auch, dass man auf Story-Seite was machen kann, dass man eben wirklich überlegt, okay, wie kriegen wir es hin, dass diese Welt sich so anfühlt, als wäre sie schon da gewesen, bevor das Spiel gestartet ist, und wie kriegen wir halt hin, dass wir vielleicht Lore und Backstory in dieser Welt haben und so. Und da denke ich auch manchmal, dass da mehr Potenzial wäre, weil gerade in Rollenspielen gibt es halt häufig dann, ich sag mal, die berühmten Bücher oder die berühmten Notizen und Briefe, die man findet und so, die manchmal ganz gut funktionieren, aber manchmal auch gefühlt entweder zu viel sind, dass ich denke, ach, ich will das nicht alles lesen, aber gleichzeitig, wenn ich es dann nicht lese, habe ich das Gefühl, jetzt verpasse ich was. Und das ist dann auch immer ein schwieriges Mittelfeld. Und dann gibt es natürlich die berühmten Audiologs, das ist dann sowas, was vielleicht ein bisschen hilft, weil man dann wenigstens nicht lesen muss und man kann weiterspielen, während man sich was anhört. Aber ich glaube, in diesem Bereich, da gibt es auch vieles, was dann bestimmte Welten einfach sich besser anfühlen lässt, weil man eben das Gefühl hat, okay, ich lerne hier auch was über die Welt oder ich lerne was über die Leute, die hier leben, und es ist nicht nur ein Spielplatz für mich, um jetzt halt irgendwie das Spiel durchzuspielen. Ne? Wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass wir immer den Spieler bedienen, der möglichst viel Zeit mitbringt und nicht der, der keine Zeit hat, ne? Weil du sagst, manchmal habe ich Zeit, manchmal habe ich die nicht. Mhm. Für uns ist der am wichtigsten, der die Zeit mitbringt, weil der sieht nämlich, ob da Lücken sind oder nicht. Und die tut er auch kund. Und dann hört er auch auf zu spielen, wenn es zu wenig ist oder irgendwie sowas. Weil der durchrusht, ja gut, okay, jetzt ist schon wieder so einer, ist uns nicht so wichtig wie derjenige, der, vor allem beim Worldbuilding oder so, wie derjenige, der sich wirklich mit der Welt auseinandersetzt, der Explorer. Mhm. So, der ist uns ganz wichtig, weil sonst macht so eine große Welt keinen Sinn, wenn wir den nicht bedienen. So. Ich finde, was da auch das ist auch wieder eine interessante Frage. Du sagst große Welt. Die Frage ist halt, ist eine große Welt, die sozusagen
von Natur aus mehr, ich sag mal, generisch sein muss, weil man nicht alles von Hand machen kann vielleicht. Ist die interessanter versus eine kleine Welt? Wir machen alles von Hand. Ja? Ja. Okay. Mhm. Aber ich sag mal, wir kennen alle die Beispiele, wo es halt eben um sehr große Welten geht, die aber sich dann vielleicht sehr gleich anfühlen. Wenn man sich dann das andere Extrem anguckt, sowas wie Dishonored zum Beispiel oder so, wo man eben das Gefühl hat, okay, das ist hier eine relativ kleine Welt, aber gleichzeitig fühlt es sich super durchdacht an und man hat das Gefühl, die Leute leben hier wirklich und hier passieren Dinge. Und das ist natürlich auch noch wieder die Frage, was ist dann am Ende interessanter so, ne? Wir sind irgendwo in der Mitte. Wir sind da irgendwo in der Mitte. Wir brauchen eine gewisse Größe, um Dinge darzustellen. Ja, wenn wir zu klein werden, viele sagen, mach doch kleiner und andere sagen, mach doch größer. Das ist so 50-50. Mhm. Und dann wir haben jetzt so eine Größe gemacht, ne, die wir machen und die werden wir auch ungefähr beibehalten. So, wir werden nicht noch größer werden, weil dann würde tatsächlich so ein Effekt greifen, dann würde es generischer. So, das machen wir nicht. Ja ich finde es spannend. Ich meine, ich bin mittlerweile, das hat sich vielleicht auch geändert, weil, keine Ahnung, nicht weniger Zeit und so, aber ich bin mittlerweile auf jeden Fall in dieser Ecke von lieber kleiner, aber dafür intensiv, anstatt möglichst groß und dann halt, oh, jetzt haben wir eine riesige Welt, jetzt müssen wir da irgendwas reinpacken. Nee, das darf und nicht passieren. Dann macht man generische Sachen so, das macht dann immer keinen Spaß. Also ich bin auf jeden Fall auf der kleinen Seite. Was du vorhin noch meintest, das ist auch ganz interessant mit, wir fragen uns, wie müsste es hier aussehen, wenn hier jemand ein Lager aufgeschlagen hat oder was würde hier jemand sehen? Das ist, glaube ich, auch immer interessant, dass sagen wir unseren Level-Designern oder auch unseren Level-Artists häufig, dass die eigentlich immer Geschichtenerzähler sein müssen. Die müssen sich halt eigentlich überlegen, was passiert hier? Und wenn du ein Dorf designst, jetzt zum Beispiel bei Iron Harvest, dann habe ich halt wirklich gefragt, okay, wer wohnt in welchem Haus? Und warum wohnt der da und warum wohnt er nicht da? Und keine Ahnung. Und dann fangen die Leute halt an, da doch anders drüber nachzudenken. Weil dann sagen die halt, okay, hier wohnt der Farmer, das ist der Typ, der hat die ganzen Hühner und deswegen hat er hier einen Haufen Hühnerställe, aber dann braucht er auch einen Hund und deswegen gibt es hier noch den Hundestall oder den Hundezwinger. Und dann braucht er aber auch einen Zaun um sein Gelände, weil sonst würden hier die Hühner weglaufen. Und dann fangen die Leute an, auf einmal so darüber nachzudenken und dann hast du auf einmal eine Welt, die sich einfach realistischer anfühlt. Ja. Ne? Weil du dann eben nicht, keine Ahnung, auf einmal den Schmied hast, aber der Schmied ist irgendwo an irgendeiner Stelle auf dem Berg, wo es halt weder Wasser noch irgendwie Kohle noch Eisen geben würde. Und dann sagst du, ja gut, aber da musst du halt irgendwas hin. Und dann fühlt sich die Welt, glaube ich, dann hat man so ein unbewusstes Gefühl von, die Welt ist halt nicht richtig oder die Welt macht irgendwie komische Dinge. Ne? Wie wichtig denkt ihr ist das? Ist Realismus wichtig oder ist es sozusagen, es reicht, wenn sie es richtig anfühlt, auf so eine Disney-Art und Weise, dass man halt sagt, okay, ist schon klar, dass das hier kein echtes Dorf ist, aber es ist echt genug. Oder geht ihr schon so rein, dass also ihr sagt? Was ich denke wichtig ist, dass du eine Geschichte erzählst mit dem, also dieses Environmental Storytelling, das heißt, das, was du hast, musst eine Geschichte erzählen. Wie realistisch die jetzt ist am Ende, ist ja egal, aber die soll dir was erzählen. Wenn du da reinkommst, soll die dir was vermitteln. Ne? Eine Story, dass vielleicht auch Hinweise auf was früher da war. Ja. Diese Umgebung muss dir eine Geschichte erzählen und die Geschichte muss sich auch natürlich decken mit deiner Overall-Geschichte. Das halte ich wichtig. Ob es jetzt, wie realistisch jetzt ist, ob der Hund jetzt im Zwinger ist oder in einer Hundehütte, ich denke, das passt, muss reinpassen, wie realistisch dann deine Story oder dann überhaupt dein Spiel ist. Ja. Aber diese Geschichte, die sollte erzählt werden. Die sollte nicht einfach nur, da hat einer was hingepflanzt, damit dann kein blinder Fleck ist, sondern muss schon irgendwie zusammenpassen. Ja. Ich glaube auch, es muss so eine Art innere Logik haben, aber es muss nicht realistisch sein, weil wenn man sich anguckt, jemand sagt, keine Ahnung, in Witcher, da fühlten sich die Städte so realistisch an oder so cool. Dann sagst du, ja, aber ernsthaft, eine Stadt in der Zeit, die hätten, keine Ahnung, 20 Bäcker gehabt. Und du willst nicht 20 Bäcker im Spiel haben, weil kein Schwein sich für 20 Bäcker interessiert. Und deswegen hast du halt zwei oder so. Und die sind halt an besonderen Orten, wo die besonders schön sind und die Anzahl der Bäcker versus Bauern versus Handwerker, die funktioniert auch nicht und keine Ahnung, aber das ist alles egal, weil man halt das Gefühl hat, okay, es gibt einen Bäcker, es gibt einen Handwerker und es fühlt sich wie eine logische Welt an, selbst wenn es nicht unbedingt logisch ist. Weil seien wir ehrlich, wir spielen nicht Computerspiele, um irgendwie eine realistische Welt zu sehen. Die Milchflasche in der Kuh muss okay sein. Ja, ich denke auch. Gut, okay, ja, schreibt gerne nochmal unten in die Comments, was sind eure Lieblingswelten? Habt ihr irgendwelche Spielwelten, wo ihr sagt, da habt ihr gerne Zeit drin verbracht oder das hat euch super beeindruckt? Und wenn ihr
Fragen habt oder Themenvorschläge habt, über die wir mal sprechen können, auch das gerne unten in die Comments. Ansonsten shared uns, liked uns und hört uns gerne als Podcast, das gibt es nämlich auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.